15 Stolpersteine vor 4 Häusern in Einbeck hat der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt. Stolpersteine sind alltägliche Mahnmale für Opfer des Nationalsozialismus. Die mit einer gravierten Messingtafel versehenen Steine im Gehweg sollen an die Namen und an die Schicksale der Menschen erinnern. Am Bürgermeisterwahl begrüßte der Sprecher des Initiativkreises, Robert Stafflage, die Teilnehmer. Für viele, die sich mit der Geschichte unseres Landes befassen, wir nannten uns auch einmal das Land der Dichter und Denker, ist dieser Nazi-Terror eines der größten, wahrscheinlich sogar das größte Verbrechen in der Weltgeschichte. Wir als die heutigen Generationen tragen keine direkte Verantwortung an diesen Verbrechen. Als Erben sehen wir uns aber in der moralischen und ethischen Pflicht, die Erinnerung an diese Taten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Mit der Verlegung von voraussichtlich insgesamt 65 bis 70 Stolpersteinen in Einbeck wollen wir diese Erinnerung als langfristige Mahnung aufrechterhalten. Hierbei sind wir uns durchaus bewusst, dass wir mit der Verlegung dieser Stolpersteine auch kritische Stimmen auslösen können. Diese werden und müssen wir aber in Kauf nehmen. Stolpersteine sind kein Hindernis und man fällt auch nicht dahin. Zum Lesen der Messingtafeln verbeugen wir uns vielmehr und wir sollten hierbei mit dem Kopf und mit dem Herzen stolpern. Dear Family Adler, this day will also remain therefore in a special memory because you have come here with a large family delegation from different countries. To remember and honor you ancestors from Einbeck together with us. The fateful biographies of your family members will be presented at the second stumbling stone station in the Altendorfer Straße. By participating in memory of the 6 victims of your family, you give this commemoration a special meaning and a high level of credibility. Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek dankte für die breite gesellschaftliche Akzeptanz der Stolpersteine. Im Namen der Stadt Einbeck heiße ich Sie ganz herzlich willkommen und übersende Ihnen die besten Grüße von Rat und Verwaltung. Das Projekt Stolpersteine, das Sie, Herr Demnig, 1992 angestoßen haben, erreicht heute, 24 Jahre später, endlich auch Einbeck. Angestoßen im wahrsten Sinne des Wortes von Herrn Dr. Städtler hat sich eine Gruppe engagierter Bürger und Kollegen unter dem Dach des Fördervereins für den Aufbau der alten Synagoge als Initiativkreis zusammengefunden, den heutigen Tag geplant und vorbereitet. Ich freue mich sehr, dass das Projekt von der Bevölkerung und allen gesellschaftlichen Akteuren unserer Stadt von Beginn an sehr positiv aufgenommen wurde. Viele zustimmende Rückmeldungen und Anregungen haben auch mich erreicht und zahlreiche Spenden sind beim Initiativkreis eingegangen, für die ich mich heute ausdrücklich bedanken möchte. Und Ihre Teilnahme heute, ihr zeigt mir auch, dass viele Menschen, viele gesellschaftliche Gruppen hier in Einbeck diese Verlegung der Stolpersteine als wichtigen Akt hier in dieser Stadt sehen. Ich sehe ganz junge Menschen aus den Schulen und ich sehe Menschen, die möglicherweise als Kinder noch den Krieg erlebt haben. Von daher, es ist eine breite Akzeptanz hier in Einbeck. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Durch ganz konkrete Bezüge zu Menschen und Orten in unserer Stadt wird Geschichte auf einmal ganz nah und ganz persönlich. Ich freue mich auch ganz persönlich darüber, dass wir heute hier und an 3 weiteren Orten in Einbeck stehen können und dass der Initiativkreis den heutigen Tag nur als Auftakt für weitere zu verlegende Stolpersteine versteht. Wir erinnern uns an das unseren Mitbürgern widerfahrene Unrecht und halten auf diese Weise die leider immer wieder notwendigen Mahnungen an heutige und künftige Generationen wach. Die Stolpersteine sind ein wichtiger Beitrag, dass trotz der unaufhörlich wachsenden zeitlichen Distanz und dem damit naturgemäßen Schwinden von Zeitzeugen
keine Anonymität eintritt und die Opfer in Vergessenheit geraten. Angehörige der Familie Adler waren bei der Verlegung dabei und sprachen das Kaddisch, ein jüdisches Gebet. Yitbarach, Yishtabach, Yishtar, Yishraman, Yishasei, Yisadar, Yisaleh, Yisalol, Shmei, Yishabri, Leolamin, Kol, Birkata, Kishirata, Tushkakata, Benechamata, Damiran, Bialma, Bimarun, Amen. Yehesh, Lomo, Rabbahim, Shemaya, Behaim, Aleinu, Bialkol, Yisrael, Bimarun, Amen. O say shalom bimramav, hu yaseh shalom, aleinu yakol Yisrael, bimrum, amen. In der Rathaushalle hatten die Teilnehmer der Stolpersteine-Verlegung abschließend die Gelegenheit zu Austausch und Gesprächen. Dazu spielte die Bürgermeisterin mit ihrem Quartett Klezmer-Musik.